Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mal wieder etwas nach einer Inspiration von der lieben Maika von resincourses.com machen. Und zwar hat sie da die Sea Flower vorgestellt, die erinnert mich so sehr an die Seashell Technik von der lieben Petra Gerbracht und Sandra Rettich. Ist also ähnlich, sagen wir mal, und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich möchte es heute gerne ausprobieren. Habe mir dazu mein Art Pro angerührt, mittelviskoses Harz von Resin Pro. Habe mir hier die Crystal Mold von der lieben Maika genommen. Übrigens herzlichen Dank für diese Form. Das ist die 0031. Und ich habe mir verschiedene Farben angemischt. Erstmal das Weiß von Etat, die Pigment Drops. Dann habe ich mir gemischt von Etat die Resin Inks Caribbean und Indigo. Das ist das hier. Hier habe ich von Octopus Grape Juice angemischt. Auch ein ganz toller Farbton. Ja, das ist mein Weiß und auch hier habe ich die Maika Pigmente, hier von Maika Powder Orange von Fans Rich ist das, und da reingegeben habe ich ganz, ganz wenig hier von Just Paint Flash Rich Bronze. Davon nicht zu viel nehmen, sonst setze ich das wie eine dicke Schicht auf dem Boden hinterher ab. Ja, das waren meine Farben oder sind meine Farben. Hier reingegeben habe ich so ein bisschen zur als Anhaltspunkt für den Guss hinterher von diesem Maika ganz, ganz wenig. Hier weiß ich weder Farbe noch Hersteller. Das ist die, was ich schon sehr lange besitze, oder was heißt sehr lange, was ich schon von Anfang an eigentlich habe. Ja. Das sind meine Farben. Und ich lege jetzt einfach mal los. Also Metallic, das Puder habe ich da reingegeben. Als nächstes kommt dieses Türkis. Und das setzen wir ganz vorsichtig, langsam auf die Punkte. Das Harz ruhig vorher etwas stehen lassen, dass es etwas warm wird. Das machen wir jetzt so weiter, bis das Ganze aufgebraucht ist. Das war das Türkis. Ich muss noch einmal kurz hier mit der Wasserwaage dran. Das sieht gut aus. Das ist auch so halbwegs okay. Okay. So, das war grün. Jetzt kommt hier unser Grape Juice. Dann machen wir genau das gleiche mit. Als nächstes kommt unser Maika. Das gleiche Spiel. So, zuletzt kommt dann das Weiße. Zuletzt haben wir noch das klare Harz. Ich hoffe, dass ich das hier aus dem Becher überhaupt ordentlich gießen kann. Ich fülle es lieber in einen anderen Becher um.
dass es mit dem funktioniert. So. So. Jetzt noch flott den Glitzer rein. Ich sehe nichts. Ich lasse es so. So, noch einmal ein Feuer drüber. So. Was ist das? Das ist. Machen wir es weg. Ich finde die Farben toll, wie ich sie da so sehe. Ja, das Orange. Ganz, ganz toll. Ja, das Türkis. Das Grape. Und hier der dunkle Ton von allem vermischt. Gefällt mir super, super gut. Ich bin gespannt, was da noch passieren wird. Das Harz wird noch arbeiten. Das Art Pro hat eine relativ lange Verarbeitungszeit. Und ja, wir können uns da nur überraschen lassen, was da letztendlich rauskommt. Wie gesagt, was ich da jetzt so an Farben sehe, finde ich toll. Ich lasse es mal noch einen kleinen Moment an, mal gucken, ob da noch was passiert, und ansonsten sehen wir uns dann wieder zum Ausformen. So, wir können ausformen. Hier haben sich richtig tolle Zellen gebildet. Ich bin so gespannt, wie das auf der anderen Seite rauskommt. Wir schauen mal. So. Und los geht's. Tada! Eieiei, wie niedlich. Wow, das gefällt mir gut. Es ist eine neue Form, also glänzt wirklich noch alles wunderschön. Die Mitte gefällt mir sehr gut. Hier hatte ich die kleinen Punkte gesetzt. Da habe ich auch etwas Glitzer reingegeben. Da habe ich mich diesmal sehr zurückgehalten. Hier ist das ein bisschen durchscheinend. Man sieht also total die Tiefe in dem Ganzen. Die Farbe
Farben haben sich teilweise vermischt. Man sieht den Glanz dadurch, obwohl da ist nicht mehr allzu viel von übrig geblieben, von diesem Orange. Eigentlich schade. Hier ein bisschen, ganz minimal sieht man hier. Aber insgesamt gefällt mir das sehr, sehr gut. Bin also echt zufrieden. Ich werde es auf jeden Fall nochmal mit anderen Farben ausprobieren und vielleicht auch mit einem anderen Harz mal schauen, wie es dann rauskommt. Aber wie gesagt, hiermit bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Gebt mir gerne einen Kommentar, sagt mir eure Meinung dazu. Und ja, ich würde mich da wirklich super drüber freuen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Ciao, eure Petra.